Moin und grüß Gott. Heute machen wir mal eine alles schnelle Nummer. Aber was das Essen betrifft, ja. Und zwar eine Sache der Resteverwertung. Unter 10 Euro Resteverwertung. Wir haben noch etwas im Frostler gehabt. Das muss jetzt weg. Und Leute, ob das glaubt oder nicht, der ganze Spaß für zwei Personen, notfalls wäre noch drei satt geworden, hat 6,50 Euro gekostet. Ich denke, meiste Sache wert, das zu zeigen, gerade jetzt, ne? Zu den Zeiten. Und wenn es ein bisschen eng wird, wenn man keine Zeit mehr hat, trotzdem ist das dann sehr lecker, vor allem für Kinder. Ja, was das genau ist, wie ich da gemacht habe. Gab kleine Komplikationen, wettertechnisch, aber ist egal. Werden wir jetzt sehen. Also viel Spaß beim Gucken. Ciao. Für unser Gericht Hähnchen mit Nudeln oder wie in unserem Fall hier Macaroni brauchen wir also. Wir haben jetzt hier, also Hähnchen, klar, ne? Hähnchenfleisch. Wir haben hier zwei Hähnchenbullen. Ja, der rechte, da hat die Frau ihr eigenes Gewürz angerührt und der linke, das ist, mache ich immer mit dem Gewürz vom Medizinmann meines Vertrauens, vom Phylax Barbecue. Verlinke ich euch unten. So, naja, jedenfalls brauchen wir nicht viel. Und vor allem ist es ein Gericht, Moment, dazu noch Spaghettis, hier die klassischen. Also ich kenne sie doch aus der Kindheit, kennt eigentlich jeder, ne, von Miracoli. Ist ganz einfach, nur wie gesagt, die Spaghettis machen, Soße ist mit dabei und ist dann, wie gesagt, wenn es Geld Ende ist und du hast noch viel Monat, dann ist das super. Ist eigentlich auch eine Resteverwertung, weil die hatten wir noch im Froster, die müssen jetzt weg. Die haben wir vom Markt. Da kommt bei uns hier einmal im Monat, beziehungsweise zweimal im Monat ein Holländer. Und der ist ausgekleidet halt mit, oder spezialisiert auf Hähnchenfleisch. So, da haben wir jetzt für einen Bollen, das sind ordentliche Okolyten, wie ihr seht, 1,50 bezahlt. Die Macaroni ist 3,50, sind wir bei 6,50. Da willst du noch mehr, ne? Du wirst mit zwei Mann satt. Gut. Ja, jetzt werde ich mal den Grill vorheizen und dann können die jungen Frauen hier auch schon Platz nehmen im Sonnenstudio. Gut, weiter geht's. Also der Ordnung halber, ja, das hier links ist der Magic Dust bzw. Phylax Bollen und das ist der eigene Kreationsbollen. So, jetzt geht's ab zum Grill. So, die Bollen haben auf dem Broiling Platz genommen und da bleiben sie mal. Denke ich mal eine Stunde. Gut, mach's gut, Mädels. Bis gleich. So, dann habe ich mal das Miracoli-Paketchen ausgepackt. Und siehe da, was haben wir hier? Spaghettis, wir haben die fertige Soße und wir haben auch noch Parmesan. Und hier ist noch, ich sag mal, eine idiotensichere Beschreibung drauf, wie man Nudeln macht. So. Das war eigentlich schon fast. Heißt jetzt Nudeln machen, Soße warm machen. Die Hähnchenbollen werde ich vom Knochen lösen, das Fleisch vielmehr. Und dann schön auf die Nudeln verteilen, ja? Gut. Also wie gesagt, Nudeln machen und dann sehen wir gleich weiter. So, der pendelt sich auf 180 langsam ein, 175 haben wir. Und ja, so ist schön. Stündchen noch, mach nicht mehr ganz. So, oha, sag ich mal, kleine Korrektur. Das ist kein Parmesan, das war früher mal. Da ist die Gewürzmischung für das Süßchen. Liebe Frau hat mich gerade aufgeklärt. Also, ne, bevor ich Scheiße erzähle, Aufklärung. Gut, weiter geht's. Tja, Pech gehabt. Jetzt hat es ja überfallartig angefangen zu regnen mit Gewitter. Also, umgeswitcht vom Broili. Ab im Backofen. Geht auch. Pech. Die Hähnchenbullen haben jetzt schon 80 Grad. Auf 85 wollen wir gehen, also Kerntemperatur. Jetzt machen wir mal die Soße. Haben wir noch ein Stückchen Butter mit reingetan. Schmeckt auf jeden Fall immer geil. So. Und hier ist das Wasser jetzt für die Spaghettis. Ne? Das machen wir jetzt fertig und dann können wir schon anrichten. Unsere Spaghettis kochen. So, das ist auch schon recht heiß. So, die Hähnchenbollen sind ausfertig und dann können wir gleich mal anrichten.
Ach so, habe ich euch ebenfalls unterschlagen. Und dazu gibt's noch einen kleinen Tomatensalat. Und ja, wie gesagt, für zwei Personen. Da haben wir jetzt aber die Rauchgrenze von 10 Euro erreicht. Weil Tomaten ist ja auch nicht mal eben, ne? 20 Cent das Stück oder so. Egal, jedenfalls. Also kriegst du locker hin. Gesundes, leckeres Essen. Ne? Gut, jetzt machen wir mal ein Tellerbild. So, jetzt kommen wir, wie gesagt, zum versprochenen Tellerbild. Die Spaghettis mit der Tomatensoße noch im Teller. Jetzt habe ich den Hähnchenbullen zerpflückt bzw. gepult. Ja? Schön mit der Haut drauf. Ja, das war's. Dann haue ich mir jetzt in die Figur. Wie gesagt, alles zusammen unter 10 Euro. Super lecker, schmeckt. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralle. Ciao.